Hallo, mal wieder. Ja, herzlich willkommen. Endlich, endlich. Ich muss einfach dieses Video jetzt machen, weil ich das schon so lange aufgeschoben habe. Es tut mir auch furchtbar leid. Also, ach, bitte verzeiht. Ja, meine 500 Abonnentenverlosung. Ja, ich habe ja schon seit längerer Zeit 500 Abonnenten. Es sind auch schon wieder einige dazugekommen. Erstmal hallo an alle, die mich jetzt abonniert haben. Wieder mal, also ich möchte das ja schon gerne irgendwie in regelmäßigen Abständen sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass ihr jetzt auf meinem Kanal seid. Ich hoffe, ihr werdet gut unterhalten, nicht nur durch mich, sondern auch durch die beiden da. Und ja, dafür möchte ich euch danken. Ich hoffe, wir werden. Hey, Schätzchen. Da sind sie runtergefallen, Gott sei Dank. Jetzt kann ich nämlich weitermachen. Nicht, dass ihr denkt, ich würde meine Katzen so quälen. Die spielen einfach nur. Die spielen nur, ja. Und zwar wollte ich jetzt gerne endlich mal anfangen mit meiner Verlosung. Ja, und zwar habe ich euch ja erzählt, dass ich eine Vorbereitung dafür getroffen habe. Was mag das wohl sein? Nein, nichts Spezielles oder so. Aber ich habe jetzt endlich ein Postfach. Ja, Vivis Channel hat endlich sein eigenes Postfach. Dann hatte ich ja den Aufruf gestartet wegen Bücher verlosen. Was soll ich da machen? Weil ich wollte ja gerne wieder so ein Zweierpaket machen wie beim letzten Mal. Das fand ich eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Also, dass ich einmal ein Buch verlose und dann einmal ein kleines Schminkmix-Paket. Ne? Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, Göttlich verloren auch zu verlosen. Einmal hier, Göttlich verloren ist ja, wie gesagt, aus der Göttlich-Trilogie der zweite Band. Und da möchte ich es gerne so machen, dass wenn ihr sagt, oh, das ist gut, Verena, das würde ich gerne haben. Allerdings habe ich bei dieser Göttlich-Reihe noch nicht mal mit dem ersten angefangen. Dann Göttlich verdammt, der erste. Dann könnt ihr natürlich auch den gewinnen. Also entweder oder. Ne? So, das hatte ich mir überlegt, weil ich finde, die sind einfach jetzt momentan sehr aktuell und ja, also natürlich unter gewissen Leuten, natürlich die extremen Buchjunkies, die werden es natürlich schon gelesen haben. Aber ich hoffe, dass trotzdem noch welche da von euch dabei sind, die sich darüber freuen würden, eins von den beiden zu gewinnen. Ja, und wer jetzt sagt, das habe ich aber schon, der kann ja sich an dem Schminkpaket beteiligen. Das besteht nämlich aus fünf süßen Kleinigkeiten. Und zwar ist einmal dabei von Catrice aus der Nymphelia LE. Diese False Lashes, die fand ich nämlich auch selber unheimlich genial. Dann habe ich einmal ein Lipgloss für euch, und zwar aus der Essence XXL, XXXL, also 3x XL Shine Lipgloss. In der Farbe, Moment, 18 Sparkling Papaya. Den habe ich einmal für euch, den fand ich auch so schön. Richtig schöne Farbe. Dazu passend von der Farbe her. Von Manhattan und Buffalo von diesen Nagellacken. Da habe ich einmal die 06, hat so keinen diversen Namen, nein, nur die Zahl. Und zwar den hier, den finde ich auch richtig, richtig schön. Papaya, Pastel Papaya mit goldenem Glitzer drin. Ja? Mit leichtem goldenem Glitzer drin. Also richtig schön. Da kann man es vielleicht so ein bisschen erkennen. Also der ist wirklich ganz, ganz fein und subtil. Finde ich sehr schön. Hat mich auch sehr angesprochen, die Farbe. Dann habe ich einen Essenspinsel für euch, und zwar den Eyeshadow Brush. Eyebrush Pencil. Hä?
Den Eyeshadow Brush. Oh Mensch, Kinders, ihr bringt mich hier total raus. Jetzt sind die da schon da. Der eine ist unten, der andere ist oben. Ja, also der, keine Ahnung, ich war jetzt so raus. Der Eyeshadow Brush, genau, den habe ich einmal für euch. Und als allerletztes noch von der Marble Mania LE hier dieses Nagelkit mit den Schwämmchen und den Rosenholzstäbchen und dem Pinsel, der da noch dabei ist, und so ein Feinlein-Dingsbums-Gedöns. Dieses Nail Art Kit eben halt. Die, ne, diese Ombre Nails sind ja momentan sehr angesagt, die ja auch, Entschuldigung, schon wieder katzennah, das wird dann natürlich nicht mitgeliefert. dann, die ja momentan sehr aktuell sind und ja. Das könnt ihr auch noch kriegen. Das ist halt das kleine Make-up-Paket. Ach, Moment mal, ich habe was vergessen. Es kommt noch was Sechstes dazu. Haha, vergessen. Ah, ich habe noch von Alverde ein Blush für euch. Und zwar den 10 Timido. War jetzt auch in, fragt mich nicht wo, auch in einer LE, einer der letzten. Keine Ahnung. Den habe ich auch noch. Ich werde die Sachen natürlich nicht swatchen. Na, ich zeige euch das nur mal. Das ist so ein schönes Rosé, was schon so leicht ins Altrosé geht. Also fand ich auch sehr, sehr schön die Farbe. Das könnt ihr auch noch gewinnen. So, das war es jetzt aber. Ja, was müsst ihr dafür machen? Und zwar möchte ich ja gerne irgendwie mein Postfach einweihen. Und ich würde mich sehr freuen, die Idee klaue ich mir jetzt mal so von der lieben Steffi, von der Steffi Sternchen. Und zwar würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Postkarte schicken würdet. Ja, oder Brief von mir aus. Aber Postkarte wäre mir eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen lieber. Ja, wo, da könnt ihr mir auch irgendwie gerne ein paar Zeilen schicken oder so, oder einfach nur Hallo du oder Hallo und Tschüss, keine Ahnung, ist mir egal. Und dann könnt ihr halt ja dazu schreiben, was ihr gerne hättet. Entweder das Schminkpaket oder halt eins der Bücher. Und da würde ich euch natürlich dann bitten zu schreiben, welches davon. Also entweder den ersten Band aus der Göttlich-Reihe oder den zweiten. Also entweder Göttlich verdammt oder Göttlich verloren. Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch. Ja, die Regeln sind eigentlich so wie bei meiner letzten Verlosung. Findet ihr aber alles nochmal unten in der Infobox. Also, wenn ihr minderjährig seid und gewinnen solltet, dann brauche ich natürlich hinterher noch die Einverständniserklärung von euren Eltern. Dann wäre es natürlich toll, wenn ihr Abonnent meines Kanals seid, weil dafür mache ich es ja natürlich für meine Abonnenten. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ihr euren Kanalnamen noch mit auf die Postkarte schreibt, weil ich muss euch ja irgendwie anschreiben können. Also ich muss euch ja irgendwie benachrichtigen können, dass ihr gewonnen habt, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Und ja, bis wann geht die denn überhaupt? Moment mal, ich muss gerade mal gucken, wir haben jetzt schon den 8. Machen wir es mal bis zum, ja, machen wir es mal schon 2 Wochen. Also bis zum 22. Dann kann ich da zum Postfach gehen und am Wochenende kann ich das machen und dann kann ich dann das Video drehen. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, gut, dann mache ich das mal für den 22. Ja, am 22., Freitag, den 22.06. werde ich zum Postfach fahren. Also müsstet ihr natürlich auch mit berechnen, ne, dass wenn ihr jetzt erst am 21. oder am 22. die Karte losschickt, ne, dass die dann, ob die dann auch rechtzeitig ankommt, ist dann halt auch so eine Sache. Also das müsstet ihr dann halt auch mit berechnen. Ja, und ich würde mich da halt, wie gesagt, sehr darüber freuen. Ich bin da sehr gespannt. Ich hoffe, ihr macht zahlreich mit, weil, ja. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es halt so lange gedauert hat, aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem über dieses kleine Verlosungspaket und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Freitag, schon mal ein schönes Wochenende, genau. Und ja, ciao.